Gelobt sei Jesus Christus. Heute ist Dienstag, der 17. März 2020, der Dienstag der dritten Woche der Fastenzeit. Liebe Schwestern und Brüder, das Evangelium der heutigen Messe stammt aus dem Matthäusevangelium aus dem 18. Kapitel. In jener Zeit trat Petrus zu Jesus und fragte: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er sich gegen mich versündigt? Siebenmal? Jesus sagte zu ihm: nicht siebenmal, sondern 77-mal. Mit dem Himmelreich ist es deshalb wie mit einem König, der beschloss, von seinen Dienern Rechenschaft zu verlangen. Als er nun mit der Abrechnung begann, brachte man einen zu ihm, der ihm 10.000 Talente schuldig war. Weil er aber das Geld nicht zurückzahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und allem, was er besaß, zu verkaufen und so die Schuld zu begleichen. Da fiel der Diener vor ihm auf die Knie und bat: Hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen. Der Herr hatte Mitleid mit dem Diener, ließ ihn gehen und schenkte ihm die Schuld. Als nun der Diener hinausging, traf er einen anderen Diener seines Herrn, der ihm 100 Denare schuldig war. Er packte ihn, würgte ihn und rief: Bezahl, was du mir schuldig bist. Da fiel der andere vor ihm nieder und flehte: Hab Geduld mit mir, ich werde es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging weg und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt habe. Als die übrigen Diener das sahen, waren sie sehr betrübt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles, was geschehen war. Da ließ ihn sein Herr rufen und sagte zu ihm: Du elender Diener, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich so angefleht hast. Hättest nicht auch du mit jenem, der gemeinsam mit dir in meinem Dienst steht, Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und in seinem Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er die ganze Schuld bezahlt habe. Ebenso wird mein himmlischer Vater jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von ganzem Herzen vergibt. Ja, liebe Schwestern und Brüder im Herrn, ein Sprichwort sagt: Vergeben heißt vergessen und vergessen, dass man vergessen hat. Die Frage des Petrus, die könnte man durchaus auch mit diesem Sprichwort beantworten. Siebenmal vergeben, das wäre ja vielleicht noch vertretbar. Doch wenn einer so hartnäckig sündigt, sich an uns schuldig macht, uns kränkt, Unrecht uns tut, da ist doch dieses siebenmal schon ausgereizt. Das Vergeben, so denkt offenbar auch Petrus. Jesus sagt ihm dann nicht siebenmal, sondern 77-mal, so wird es heute übersetzt, vielleicht auch 490-mal, auch das wäre von der Übersetzung her möglich. Das macht aber keinen Unterschied mehr. Denn man könnte ebenso hier sagen: immer vergeben. Jesus setzt dann auch ein Gleichnis nach. Diesem Diener wird Großes vom Herrn vergeben, aber er selber ist nicht bereit, dann die kleine Summe seinem Schuldner zu vergeben. Und da wird ihm auch rückwirkend selbst die Vergebung verweigert. Diese eigene Kleinlichkeit, der eigene Neid, der eigene Geiz, die Ich-Sucht haben den Diener in diese Katastrophe geführt. Wie schaut es bei uns aus? Sind wir bereit, wirklich von Herzen zu vergeben? Oder wärmen wir oft alte Schuld so auf wie den viel gepriesenen Spinat, der von Tag zu Tag giftiger wird? Holen wir irgendwelche alte Geschichten aus der Mottenkiste längst vergangener Ereignisse heraus, nur um anderen Menschen noch einmal vor Augen zu halten, wie schlecht sie sind, wie sie Unrecht an uns gehandelt haben? Oder sind wir bereit zu vergessen, einen Neuanfang zuzulassen, auch wenn an uns Kränkung, Verletzung, Beleidigung geschehen ist? Verhärtet sich unser Herz, anstatt sich zu öffnen für den, der bereit ist, um Verzeihung zu bitten? Wir dürfen daran denken, dass auch uns große Schuld vergeben wurde.
Denn einer hat schon vor langer Zeit für all unser Tun, für all unser Handeln, für all unsere Schuld am Kreuz den Tod erlitten. Vielleicht ist gerade in diesen Tagen die Zeit nachzudenken, wem wir von Herzen vergeben müssen oder zu wem wir hingehen sollten oder ihn kontaktieren sollten, um ihn um Vergebung zu bitten. Damit können diese Tage der Fastenzeit eine Zeit der Gnade werden. Gelobt sei Jesus Christus.